Ja, da müssen wir erstmal die Anmeldung unterzeichnen lassen. Dazu müssen wir erstmal die zweite Änderfähigkeit lernen und dazu müssen wir erstmal so gesehen uns wieder einspannen lassen. Eigentlich müssten wir es nicht. Ich hab's in einem. Hallo, Ruhe da draußen, ich versuche hier aufzunehmen. Ich habe mir in einem anderen Durchgang habe ich es mal so gemacht, dass ich gleich direkt. Man könnte rein theoretisch jetzt schon die Unterschrift lernen, aber ich finde es einfach viel zu halt. Ich finde es einfach schon viel zu vorgegriffen, weil das Spiel sonst irgendwie. Obwohl, das wäre natürlich auch interessant, diese Unterschriften mit allem. Nein, nein, ich werde es nicht so machen, weil es so einfach nicht gedacht war. Denke ich auch, dass Poki es so eigentlich nie vorhatte. Daher gehen wir jetzt einfach gleich direkt mal dahin. Oh. Hey, dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Poki habe ich hier, glaube ich, auch noch nie gehört. Ja, das ist natürlich eine weitere große Gemeinheit von mir, dieser Raum. Edna kann ja, nachdem sie ihre Zelle verlassen hat, sich relativ frei in der Anstalt bewegen. Und man kann auch tatsächlich schon überall hingehen, also verhältnismäßig überall und halt schon ganz viele Sachen mitnehmen und anfangen, Rätsel zu lösen und so weiter. Aber ganz egal, ob man das gemacht hat oder nicht, sobald man diesen Raum betritt, wird man eingesperrt und ist erstmal wieder hinter den Gittern. Was Edna auch verhältnismäßig, also das Spiel verhältnismäßig komplex macht, dadurch, dass man halt eigentlich theoretisch die Freiheit hat, an dieser Tür vorbeizugehen und erstmal andere Sachen noch zu erledigen und andere Sachen zu sehen. Aber eben auch, also beim Programmiertechnischen ist es komplex, man hat halt irgendwie die Möglichkeit, dass Spieler halt auf direktem Wege hier durchlaufen. Das heißt, es gibt ganz viele Items, von denen ich halt gar nicht weiß, hat Edna die schon im Inventar, sobald sie den Bereich mit den Irren betritt oder hat sie die nicht im Inventar. Aber das Starke, was meiner Meinung nach diese Entscheidung verursacht, ist, dass man auch wirklich das Gefühl hat, ich hätte doch noch so viel machen können. Ich hätte doch noch vorher in diesen Gang reingehen können. Da habe ich mich doch noch gar nicht richtig umgeguckt und so weiter. Man läuft durch diese Tür und wird geschnappt und denkt so, ach verdammt, ich hätte da doch noch so viel machen können. Umso schöner ist nachher das Gefühl, wenn man das erste Mal wieder hinter die Gitter kommt und sich halt tatsächlich frei in der Anstalt umsehen kann. Dann aber auch immer mit der Angst so, okay, hinter jeder Tür könnte theoretisch wieder so eine Szene lauern, hinter jeder Tür könnte wieder ein Wächter lauern, der einen gefangen nimmt. Das heißt, auf der einen Seite eigentlich eine sehr unbequeme Designentscheidung, auf der anderen Seite glaube ich aber doch ein ganz intensiver Moment oder die Quelle für ganz intensive Momente im Spiel. Ja, ich musste gerade eben noch mit meinem Vater helfen. Ich kann euch auch schon mal vorwarnen, dass es eventuell noch öfters passieren wird. Also muss ich eventuell die Aufnahme öfters wieder unterbrechen. Auf jeden Fall, ja, wir haben eigentlich was bei uns, was man mit ziemlich gut, weil ich das Spiel auch schon ziemlich gut kenne. Wir haben nämlich so ziemlich eigentlich alles, was man mitnehmen musste, was wichtig war, mitgenommen, bis auf die zweite Ender-Fähigkeiten. Wenn wir die schon mitnehmen würden, fände ich das einfach ein bisschen zu früh, weil wir noch nicht in die eigentlich meiner Meinung nach wirklich geilste, in die ganze Areas, nennen wir es mal so, des Spiels eingetaucht sind. Und zwar, ich werde euch nicht spoilern, aber auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, lassen wir uns nochmal einsperren, weil es so schön war. Man kann niemals genug eingesperrt werden. Niemals. Let's do it. Ich habe eine Sondergenehmigung. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du bist nur zu Besuch. Du bist der Neue. Ja. Oder, nein, warte, du bist gar nicht da, Genau. richtig? So ist doch auch. Ich habe es Ja. satt mit dir. Ah. Alarm! Entflohener Patient! Was gibt's? Na, was wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitze den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ich bin. Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. Oh, doch. Hallo? So, und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Vermasselt. Ach ja, wir sind nun im Aufenthaltsraum der Anstalt.
Hier gibt es sehr viele witzige Gesellen und ich werde euch jetzt schon versprechen, dass wir hier ein paar unterhaltsame und witzige Stunden vollbringen werden. Poki, du kannst es dir mal erläutern, was hier so vor sich gehen wird, welche Rätsel auf uns lauern werden, die wir momentan immer noch Curry machen. Und ja. Droggebecher! Da. Ja, ich hatte natürlich sehr viel Spaß, den Charakter Droggebecher zu schreiben. Und es war auch sehr zeiteffizient. Ich hatte auch sehr viel Spaß, das zusammen mit Mike aufzunehmen im Studio. Aber das ist halt tatsächlich einer der Lieblingscharaktere von den Spielern in Edna bricht aus wird, das hat mich dann doch sehr überrascht. Und von Zeit zu Zeit gucke ich mal bei Google nach und gebe den Begriff Droggebecher ein und freue mich dann immer zu sehen, dass der Begriff halt überall von Leuten als Nickname in irgendwelchen Foren benutzt wird und manchmal in irgendwelchen Forenposts halt einfach mal so zwischendurch, also auch wenn es ganz weit ab oder überhaupt gar nicht zum Thema Adventures oder Edna bricht auskommt, halt irgendwie einfach mal so ein Droggebecher-Ausrufezeichen dazwischen gesetzt wird. Was das Wort tatsächlich bedeutet, weiß nur ich. Und ich nehme dieses Geheimnis mit ins Grab. In diesem Sinne, Droggebecher. Ja, nochmal eine kurze Info zum Thema Droggebecher. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr mal mittlerweile eine Folge Let's Lore online gestellt haben. Kann gut sein, dass Erik und ich dann wieder eine aufgenommen haben, gerannt haben und sie schon oben ist. Ich weiß es momentan nicht, weil es gerade. Momentan ist der 14. Oktober. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich 20 Folgen Minecraft in einem Vorproduktion gehe, dass ich keinen Stress habe. Ich bin demnächst fertig. Ich habe gerade drauf geguckt und habe schon 4 Stunden 20 aufgenommen. Also nur noch 40 Minuten, bis dann das viele Gerendere und das viele Hochlade hochgeht, dass wir endlich euch das Let's Play bieten können. Auf jeden Fall, in LOL heiße ich momentan witzigerweise noch Droggebecher95. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne adden. Bin ich mit diesem Namen aber eigentlich nicht wirklich einverstanden, weil ich auch falsche Runen gekauft habe. Ich hatte einen falschen Guide, mir hat einen Freund, der keine Ahnung von oder irgendeinen Scheiß vorgelabert. Und auf jeden Fall bin ich mir gerade dabei, einen anderen Charakter hochzuziehen. Kann auch gut sein, dass der mittlerweile schon hochgezogen ist. Ich weiß es nicht. Der Name ist allerdings momentan noch genau. Auf jeden Fall Droggebecher95. Leute, wenn ihr mich adden wollt, tut es. Und da dieser Droggebecher-Charakter einfach nur so genial ist, müssen wir einfach erstmal mit ihm reden. Hallo. Droggebecher. Ist das dein Name? Droggebecher. Darf ich da nicht rein? Droggebecher. Aber ich brauche eine Audienz beim König. Droggebecher. Schade. Was für ein Kerl. Droggebecher. Ich ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. Droggebecher. Boah, ich liebe den Charakter so sehr. Mal ihn an. Gibst du mir ein Autogramm? Droggebecher. Na gut, aber ich komme drauf zurück. Tu es, Edna, tu es. Nein, benutze das Copycat-Mini. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Das muss beeindruckt sein. Die limitierte Erstauflage. Komm. Droggebecher. Ach so. Droggebecher. In der kurzen Zeit? Droggebecher. Wow. Ich mir ja denken können, dass ihn das nicht beeindruckt. Ja, gut. Ich verstehe jetzt auch, warum er das Königriff nicht will, aber ist auch total einleuchtend. Vielleicht will er Topflappen geschenkt. Ich habe ein Geschenk für dich. Topflappen. Droggebecher? Schade. Ich bewahre sie so lange auf. Das hätte ich mir ja... Okay, vielleicht will er ja einen Fußnagel. Das zeige ich ihm lieber nicht. Ich möchte nicht, dass er schlecht von mir denkt. Zu spät. Du bist mit einem sprechenden Stoffhasen unterwegs. Der übrigens hier nicht spoilern. Nein, ich wollte euch gerade übelst zu spoilern, aber das werde ich nicht tun. Ich könnte ihm nie was zuleide tun. Du musst alle in dieser Stadt umbringen. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir nochmal in der Story weiter. Oder? Ja. Halt! Sonderkommissariat des Paraornithologischen Dezernats der Bundespolizei. Mhm. Wachtelmeister Edna. Droggebecher? Natürlich kann ich mich ausweisen. Droggebecher. Und ob. Kann ich dann jetzt zum König? Droggebecher. Cool. Ich meine, danke. Was mich jetzt interessieren würde, und zwar, ich spoilere euch jetzt nicht wirklich, aber auf jeden Fall, wenn man jetzt diese Cornflakes-Packung hier, diese hier, ich klicke nochmal kurz drauf. Lecker. Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Ja, wunderschön. Auf jeden Fall, wenn man diese in dem Kaffeeraum nicht mitgenommen hätte, könnte man nicht zum König, wobei man bei ihm, oder ist das Rätsel, warte mal, ich überlege, nein, sorry, das ist nicht relevant, um hier aus dem Aufenthaltsraum rauszukommen, da bin ich gerade vertan, aus dem Aufenthaltsraum rauszukommen, muss man etwas mit gewissen anderen Personen machen, aber jetzt gehen wir erst einmal zum König. Falls ihr denkt, warum redet er jetzt gerade so komisch,
Es hat seinen Grund. So, so. Meine Späher haben mir berichtet, dass du kommen würdest. Guten Tag. Eine neue Macht im Osten des Aufenthaltsraumes sich erhebt, um mich und mein Königreich zu stürzen. Wovon redest du? Da hast du es also geschafft, meine Wachen zu überwinden. Drogelbecher! Der arme, getreue Drogelbecher. Ich werde ihn mit deinem Blut rächen. Was? Aber, oh, weh, oh mir. Meine Hand ist schwach. Bam. Kaum kann sie mein Schwert noch führen. Bin ich im falschen Spiel gelandet? Bevor du aber an dich reißt, was mein Geschlecht seit Generationen aufgebaut. Mein Schloss, meinen Thron und meine goldene Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Musst du mich im geistigen Zweikampf bezwingen? Also, Lasse, ich hab 2 gewonnen. Bist du bereit? Ach Gott, so geil, der ist einfach so geil gesprochen und auch so episch und betont. Und er lässt sich Zeit beim Sprechen und lässt sich von niemanden hetzen. Er spricht in allen Tonlagen, in allen Lautstärken und in allen Geschwindigkeiten. Ich finde einfach, also der Synchronisator, für den hat er irgendeinen Preis verdient. Ich weiß nicht, ob es einen gibt, aber auf jeden Fall, der hat einen verdient. Wenn es einen gibt, hat er ihn verdient. Also nicht diese Person, sondern der Synchronsprecher von ihm. Ne, Poki? Sag doch du aber was, du bist so still heute. Er stiehlt dir die ganze Show heute, ne? Hab ich ihn ja doch. Ja, Adrians Kissenburg. Tatsächlich eine Anlehnung meiner Kindheit. Wir haben früher häufig bei uns zu Hause halt irgendwie Kissenburg, natürlich in viel kleinerem Stil als die hier, gebaut in unseren Kinderzimmern. Also ich habe 3 Geschwister. Und tatsächlich erkenne ich hier auch, ich weiß gar nicht, ob ich beim Zeichnen bewusst daran gedacht habe, aber hier tatsächlich einige Polster und Gegenstände, die wir auch bei uns zu Hause als Rohstoffe für unsere Burgen hatten. Interessanterweise ist dieser Fellteppich und dieser komische Sitzschnöpel in der Mitte, der kommt eher aus dem Haus von einem Sandkastenfreund von mir, also einem Nachbarnjungen, der, mit dem ich dann häufiger auch zu Grundschulzeiten übernachten durfte. Die hatten eher solche Materialien. Wahrscheinlich hatten die einfach die besseren Rohstoffe bei sich zu Hause, um Kissenburgen zu bauen. Die hatten auch so einen Perlenvorhang, merke ich gerade. Den hatten wir auch nicht bei uns. Die hatten echt viel bessere Sachen, um Kissenburgen zu bauen. Kein Wunder, dass unsere Kissenburgen nie so groß geworden sind. Scheiße. Dann würde ich sagen, machst mit deinem ehemaligen besten Freund einfach mal einen Kissenburgbau-Wettbewerb. Und vielleicht wird ja Adrian daran teilnehmen. Und dann auch eine goldene Medaille gewinnen. Wie die des Puzzle-Wettbewerbs. Aber auf jeden Fall, ich bin bereit. So sei es. Mhm. Der Wettstreit ist hiermit eröffnet. So. Fanfaradi. Nun dann, es gibt kein Zurück mehr. Oh nein. Jetzt geht es um alles oder nichts. Okay. Erfolg. Oder Niederlage. Okay. Ruhm. Oder Schande. Okay. Köderfisch. Oder Wurm. Ist in Ordnung. Du machst das aber ganz schön spannend. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen. Aha. Und du musst mir die Lösung sagen. Okay. Oder zugrunde gehen. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Schon gut. Stell die Frage. Ja. Gut. Okay. Die Frage. Ja. Kopf oder Zahl? Das ist alles? Kopf oder Zahl? Willst du mich jetzt verarschen? Das ist der Wettstreit um den königlichen Thron? Kopf oder Zahl?